Oder? Mein Name Habe ist ja, der ich das so Doktor richtig? Martin. Grüße alle hier. Oh Gott, Was denn? Alter. Ja. So. Bester Mann, das können wir nicht Ja. übersehen. Nachher spielen wir auch mit Martin auf jeden Fall Counter-Strike. Das überfordert mich doch wieder. Ach, geht schon. So, Max, wollen wir anfangen mit einem Raid oder was? Das ist gut. Gib Zockermusik ein bei YouTube. Zockermusik. Danke fürs Following. Danke. So, ich muss übrigens heute noch den Weltenboss machen. Ich habe mir den extra aufgehoben. Ich wollte ihn heute Nacht schon spielen, ja, weil ich war übelst lange wach. War noch hier bei Namaron im Twitch drin auf jeden Fall. Und ja, ich bin erst um 6 ins Bett gegangen. Halb sieben. Halb sieben. Phase 2, Gruppe erstellen, privat, okay. Die nehme ich, die Liste gefällt mir. Was, welche Liste? Ich schicke dir das jetzt erstmal. So, wo bist du? Da, Einladen. Yep. Also, wegen dem Donaten, also das, falls, ja, oder ich warte einfach noch mal 5 Minuten. Auf die anderen oder sowas. Ich werde es wahrscheinlich eh tausendmal wiederholen, wie das nun mit diesen Donaten abgeht, ja, und wie das mit dem Gewinner abgeht und was so die Preise sind und was noch, Martin? Was soll ich noch erzählen? Ja, also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Wie gesagt, ich lese eigentlich immer mit. Nichts. Nichts lest sie wie immer. Ja, Ja, haha, meine Max, was ist Liebe. los mit dir? Ja, der Rallye-Fahrer. Danke, Namaron, fürs Hosten. Danke fürs Essen, jawohl. Ah, Max ist in 5 Minuten da. Sehr schön. Seid ihr bei TS oder was? Ja. Achso, ihr habt ja euren eigenen. Ich hab dir Ja, gerade. ich besuche auch noch andere Leute. Ich will nur ein sozusagen Raid mit, ja, Max machen, sozusagen. Und noch einer, wer hat noch Bock? Und, Dankeschön fürs Following. Das höre ich bei mir nicht zeitgleich, das habe ich versetzt, wisst ihr? Ich gucke jetzt bloß nach den Donations gerade. Urgent, oh Herr. Oh nee. Natürlich. Alle da, alle Herrlich. dabei. Alle dabei. Nee, da können wir nachher mal ein Bei Privatmatch Logic spielen. hier. Da können wir nachher mal ein Privatmatch spielen Es, gegen 10. Roman ist da. Hey! Wahnsinn. Hey, Roman. Hi, Roman. So, wer will denn jetzt hier noch mitspielen? Ich lade jetzt hier irgendwelche Leute ein und wer kommt, der kommt. Sokrat, wo ist Sokrat? Der war bestimmt so lange wach bei Namaron und jetzt schläft er. Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt hier irgendwelche Leute und laden einfach ein und keine Ahnung und laden immer noch weiter ein. Ja, also wie gesagt, das ist immer wegen der Internetleitung. Und ich habe das Gefühl, das ist übrigens bei, falls jemand Google Chrome benutzt, ja, bei Google Chrome läuft der Stream nicht so flüssig wie zum Beispiel beim Internet Explorer. Klingt merkwürdig, ist aber so. Also, falls es jetzt wieder gestockt hat, Internet Explorer läuft Stream besser. Ich hab dir geschickt, warum? Ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich ja gesehen, auf jeden Fall. Wir waren ja hier noch bei unserem Counter-Strike-Nacht-Ding. Nachtding? Splatterchef. Also Splatterchef ist da. Wir brauchen jetzt noch unseren Max. Max, wo bist du? Max? Come on. Wo ist Max? Bam. Sound resumed. Sound resumed. Ich kann ja schon mal TS. Was? Nochmal einladen? Na klar, immer zu. Immer einladen. Go, go. Also, Max, falls du übrigens ins TS kommen willst, also ich bin jetzt nicht mehr gemutet. Ja, nur, ja, man muss das ja mal sagen und so, weißt du? Ja.
Also ich gucke gerade so ein bisschen nach Musik auf so einer Seite, ja. Die heißt Dubtrack, ja. Ich hab dir gerade noch einen Link geschickt. Ach, du hast mir... Was, du hast mir... Ah, okay. Ja gut, dann machen wir das hier erstmal aus und... Einen wunderschönen Tag. Ja, naja, warum nicht? You have been disconnected. Was? You have been disconnected, stand gerade bei mir. Wo? Beim Stream? Achso, beim Raid. Hast du ausgemacht, oder? Nö, nö. Der ist immer noch an. Und Splatter-Chef wartet immer noch. Hä? Was haben wir das mal los? Lass mal nochmal ein. Ja. Ein Kilo Chicken Nuggets nach deinem guten Hunger. Hä, ich hab grad kein Internet im Moment. Okay. Internetprobleme. Wow. Guckt Splatter-Chef eigentlich zu? Also wie das so, mit dem... Jetzt kann ich eine Einladung empfangen. Okay, ich erkläre das nur nochmal mit dem Donaten kurz. Jo. Aber wir können starten, wenn du dann bereit bist. Was habe ich denn eigentlich hier für ein Team drinne? Wait a minute, ich habe das falsche Team drinne. God damage. So, blablabla, wo war ich? Team. Team? Du gehörst ins Team? Du gehörst ins Team? Ja, eigentlich gehört der auch ins Team. Ah, ich nehme jetzt einfach nochmal rein, ist jetzt erstmal egal. Der, den will ich mal ausprobieren. Ich habe nämlich meinen Meeresherrscher jetzt endlich auf 40, Leute. Und wo ist meine Himmelstänzerin? Hier. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Damage mache, aber ist erstmal egal. Leader haben wir. Jetzt fängt das wieder mit der Leader-Fertigkeit an, Leute. Max, kannst du eine andere Leader-Fertigkeit nehmen? Weil dann nehme ich ATK. Weil ich habe nur... Ich habe nur noch Speed von Tyrone, aber Tyrone wäre total unnötig. Das war mein Tessarion. Der hat einen Wackler. Wenn wir Tessarion machen, haben wir Resistance, aber der hat halt gerade keine Ruhen. Ihr habt auch keine Feuermonster. Es würde auch nicht viel bringen, wenn ich jetzt hier irgendwas anfange mit Feuer. Naja, Syros. Aber das war's auch. Ja. Ach, dann ist es so. Dann hat wenigstens dein Zauber ein bisschen mehr Def. Ja, dein Leica, deine Ruhe und deine Chloe auch. Ja, das geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. Ich werde wieder so verkacken. Ich bin übertrieben. Nimm mal lieber Devin mit. Komm, ey, der Weihnachtsbaum hat was. Ey, der Weihnachtsbaum ist toll. Okay. Ey, unser Techniker zerstört gerade die ganze Weihnachtsdeko hier. Meine Weihnachtsdeko ist weg. Ja, also ich erkläre es jetzt. Also ihr sozusagen donated. Sozusagen, also findet ihr bei mir bei Twitch, wenn ihr auf Kanal geht, unten, ja, da ist so ein Button. Da steht... PayPal, donaten sozusagen, da drauf drücken, dann donatet ihr sozusagen, keine Ahnung, wie viel Geld ihr halt habt. Wenn es ein Euro ist, ist es ein Euro, weil pro Euro gibt es sozusagen ein Los. Ja, das wird dann alles in einen Sack getan. Falls ihr 20 Euro donatet, gibt es 20 Lose, kommt dann in den Sack, wird dann alles am Ende 21 Uhr natürlich geschüttelt und so. Und die Summe, die halt zusammenkommt, seht ihr ja hier unten, ja, Weihnachtsspecial. Ich habe jetzt einfach eine Zahl, eine Summe eingegeben, 500. Wenn es weniger mehr, ist nicht schlimm. Wenn es mehr werden, ist für den Gewinner, glaube ich, auch nicht schlimm. Und auf jeden Fall, dann wird einer gezogen von mir hier, 21.10 Uhr vielleicht oder so, oder 21.15 Uhr, ungefähr so in dem Rahmen, wird einer gezogen. Hängt halt von ab, wie viel halt zusammenkommt. Und der gewinnt. Mit dem Gewinner wird natürlich auch abgesprochen, was er davon haben möchte, ja? Also, weil das Ding ist einfach, ich habe schon ein paar Mal gesagt halt, es bringt ja nichts, wenn ihr der Gewinner jetzt zum Beispiel keinen Computer hat und ich komme jetzt hier mit einer Gaming-Tastatur und einer Gaming-Maus an. Oder so. Bringt ihm ja nicht so viel, deswegen werde ich mit dem Gewinner natürlich absprechen, ja? Für euch, weil das ist besser, denke ich mir, für euch, was ihr haben wollt, so. Wird es natürlich eine Masse von Geld, also 500 Euro, dann gehen sozusagen an den Gewinner 400 Euro. Im Wert von 400 Euro kriegt er dann irgendwas, ob das für Summoners war, ob das materielles ist oder wie auch immer, was ihr haben wollt. Und an den zweiten und dritten sozusagen, dann ziehe ich nochmal zweimal, geht natürlich dann auch nochmal jeweils was. Also so habe ich mir das ausgemalt. Also ja,
Ich weiß nicht, also ich habe halt mit mehreren geredet, finden das eigentlich ganz cool, die Idee. An sich ist das alles sozusagen für euch und je nachdem, wie viel halt zusammenkommt, wird dann halt, ja, der Gewinner bekommen. Ist natürlich ein Zufallsprinzip, ne, aber ist halt, ich finde auch gerecht, weil ist ja klar, der 1 Euro donatet, dass der nur ein Los bekommt und der 50 Euro donatet, dass der 50 Lose bekommt. Rate 2 ist noch zu hoch für mich. Ja, bist tot? Ja. Oh. Das gehört auch zur Deko dazu. Ja, also so habe ich mir das ausgemalt. Wo kann man sich eintragen? Also wie gesagt, bei mir auf Kanal gehen und da ist ein Button, da steht PayPal. Ja, das ist der Partybaum hier. Ja, also fällt's immer flackert, ja. Auf jeden Fall bei mir unten am Kanal. Ich kann das auch mal kurz zeigen für euch, wie das Ganze auszusehen hat. Trockensaufen, ja. Das Trockensaufen, ja, genau. Und da geht ihr dann unten sozusagen einfach auf PayPal. Und da könnt ihr euren Betrag eingeben, bla bla bla, weiter und so weiter und so weiter. Was ist denn jetzt? So. So. Also, hier ist, ja, Trockensaufen. Das ist Hashtag Trockensaufen auf jeden Fall. Könnt ihr auch einen Donate nennen. Also hier ist dieser Button, ja. Hier oben ist der Stream sozusagen. Und hier ist der Button. Also für euch jetzt so. Genau. So läuft das Ganze. Und ich hoffe, ihr macht mit. Warum bin ich hier der Letzte, der überlebt? Ihr könnt mir das doch nicht antun. Da sterbe ich. Nicht drei Köpfe angreifen. Ja, mein Ino. Wer? Der Backfisch. Backfisch! Ja, wir spielen auf jeden Fall mal eine Runde die 1, würde ich sagen. Und dann könnt ihr alle mal ein bisschen mitspielen. Danach gucke ich ein bisschen auf irgendwelchen Accounts rum. Was wir so alles so für Monster haben, was wir für Leute haben. Ich gehe schon mal an Channel 5300, Leute. 5300. Ja, 5300. Ja, steht ja oben. Ach nee, steht nicht oben. Das ist ja schön. Wo ist mein Text hin? Text. Ja, toll, dass mein Text hier am Arsch der Welt irgendwo ist, ja. So, Text oben jetzt. Warte, da. Channel 5300. Server, Europa-Server. Danke fürs Following, Slacks90. Lass dir mal bitte Zeit, bis du Rocket League spielst. Ich habe noch 800 Gegner. Ja, ja, ja. Rocket League, auf jeden Fall spielen wir auch. Wann war das? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, Rocket League kommt auf jeden Fall... Ja, genau. Gibt es einen Zeitplan hier, oder was? Es gibt ein bisschen Zeitplan, ja. Und Herr 12, erinnerst du mich dran? Wann wollten wir Rocket League spielen? Ja. Und ungefähr 6:30 wollen wir eine Runde CSGO spielen. Mr. Krabs, danke schön fürs Following. Danke, danke, danke. So, nein... So, nein, 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 nein. Wir spielen jetzt Raid 1. So, Raid 2 war mittelmäßig, privat, okay. Einladen. Auf jeden Fall schon mal Max. Max, ich hab dich nochmal eingeladen, wa? Oh, er hat noch 800 kommen langes. Ja, schön. Max ist genutet. So. Wie war denn das hier jetzt mit dem Einladen? Muss ich dann einfach nur hier einen Namen eingeben? Leute? Wenn ich hier sozusagen Backfish 28 einladen will? Ja, Namaron, bis dann. Was? Ey, der Baum, der ist special. Findet ihr den Baum gut, so mit diesem Wackelkontakt? Ja, Siggi, der gehört dazu. Hallo, der gehört doch definitiv dazu. Oder nicht? Warum habe ich dich eigentlich nicht als Freund drin? Das ist viel einfacher. So, nee. Mal, heißt du da Beck? Fisch 28, heißt du so? Ich kann mir mal keine Namen merken. Also nimm mir das nicht übel. Ich kann mir allgemein nicht nennen. Diese Spiele konnten nicht gefunden werden. Wie heißt du im Spiel? Ist ein sehr schöner Baum. Siehst du, ist ein sehr schöner Baum. Siehst du? Ja, 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 ja. Haha, ich feiere dich, Alex. Ja, ja, du hast gemacht. Danke, danke! Ich nee.
Nee, lass mir was trinken. No. Ich hab noch Havanna Club im Auto. Echt? Ja, also. Nee, Backfisch? Ist der überhaupt jetzt noch da, oder? Ist Backfisch, nicht Backfisch. Oh Mann, Backfisch. Schmeckt auch lecker. Was denn hier? Max will auch nicht mal mitspielen, oder wie? Was ist mit euch los? Die wollen alle mitraiden. Ja. Ja, wie heißt du im Spiel? Sag mir einfach deinen Namen. Danke fürs Following. Backfisch. Zufrieden? Jetzt bin ich zufrieden. Backfisch? Ja, Backfisch, ja. Er sagte schon Backfisch, hallo? Ist das nicht dein Kumpel, Laudione? Jan, ja. Jan! Nee, nicht schön, wieso nicht schön, hä? Hä? What? Ja, ich glaube, Backfisch ist eingeschlafen oder so. Auf jeden Fall brauche ich immer noch deinen Ingame-Namen. Danke fürs Following! Danke, danke, danke! Oh, bam! Hi! Hallo! Nächstes Jahr machen wir Amazon-Wichteln. Gut, okay, wie sind die Spielregeln? Also wie gesagt, ihr schreibt jetzt einfach euren Ingame-Namen, ja? Und die ersten, die das hier reinschreiben, mit denen spiele ich jetzt. Du sollst Kevin das Summoners-Warmer annehmen. Was? Kevin? Kevin spielt Summoners War? Würde auch gerne... Also, wir haben jetzt hier Max und komm. Ein. Ich brauch einen. Geist, ein. Hier. Ein. Kami. Siehst du, gut, wir haben es gelöst. Wenn du nennen willst, X-Kefka. Okay. Mach ich dann Kami. Wop. Wie gesagt, läuft nicht weg. Ich spiele mit den nächsten natürlich auch noch, ja? Also. Eingeladen. Bist jetzt wieder da, Max? Nö. Max, ey, Max, verpiss dich in deiner Chillstube? Ich zeig euch das mal kurz. Die Chillstube. Die lassen mich alleine bei Capcaro Twitch und in der Chillstube sind sie alle. Krass Action. Krasse Action. So. Ja, der Waldi ist hier. Ja, ein Moment, ich komm gleich wieder. Ja, danke fürs Donaten, Laudione. Ja, danke schön. Ich hier was. Au. Warte, ich sehe es nicht. Ja, ein Euro. Danke, Jan. Und jetzt auch zwei. Oh. So. So, Schlachtbeginn. Was ist hier eigentlich mit meinem Ton nicht in Ordnung? Weiß auch keiner. Es gibt ein Gildennetz. Ein Gilden-TS? Triaden? Nee, es gibt kein Gilden-TS. Ja, anscheinend doch. Es gibt ein TS für alle Fälle. Normal will ich ne? Ich schreibe hier eine Adresse hin und 5 Euro kauft. Ja, warum nicht, ne? Wichteln ist was Schönes, ey. Macht 1,50 Euro so, please. Ah. Ey, ist doch total was Schönes. Brauchst du noch mal, Rang ist noch genug, hoch genug. Was hast du denn für einen Rang? Warum steht da eigentlich noch nicht der Euro drin? Muss auch mal bei Twitch Alert irgendwie gucken. Hab ich schon, da steht ja drin. Ja, hier bei diesem Donate Goal, Donation Goal. Linke Seite irgendwo. Ja. So. Nee, ich meine hier Chryslo oder Chryslo. Welcher Rang er ist. Slacks, danke fürs Donaten! 5 Euro! 5 Lose! Slacks 90! 1,2% sind erreicht! Steht bei mir noch nicht da. Naja. Aber bei mir ist jetzt da.
Pass auf. Ah, jetzt steht's da. 6 Euro. Alles klar. Na, endlich. Also, wir sind dem Ziel schon näher. Also, der Gewinner hat jetzt schon mal 6 Euro. Kao, kann ich eine Runde mitspielen? Ja, also wie gesagt, wir spielen ja jetzt hier die 1, damit das auch hier wirklich jeder sozusagen schafft. Wer ist ja eigentlich gestorben? Kann ich eine Runde mitspielen? Bin Kefka. Na, Kevin, welches Level bist du denn, mein lieber Kevin? Ja, ja, es geht schon die ganze Zeit los mit den Losen. Bis 21 Uhr machen wir hier Lose. Du lebst noch, sehr schön. Ja, zwei Döner. Also, na komm, gut. Bei manchen kostet jetzt der Döner. Kriegst du nur noch. Wir haben 6 Euro. Ach so. Ja, 3,50. 3,50. Naja, gut. Also bei uns, wie viel kostet bei uns der Döner? 3,50? 3,50. Ich glaube, bei uns kostet der Döner hier in unserem gescheiten Land. Sorry, Idylle. Ja, sorry. Idylle. Heide. Ja, kostet ja, 3,50. Ja, Rentner essen nicht so viel Döner und dann müssen sie halt bei den Jugendlichen zuschlagen. Oh, um Gottes Willen. Wird mich freuen. Ja. Ich muss mir schon mal das Brett holen. Welches Brett? Das Schneidebrett, weil ich mach das mit dem Cutter, also wenn ich mit der Schere anfange, dann ist das ja, 3,50 Backfisch. Diskussion des Döners, so. Max, warum? Du bist schon wieder gestorben. Das ist halt nicht Max sein Tag. Nö. Was bist du mit Kauri am Twitch-Account? Ja, wir haben gewonnen. Danke fürs Following, Luxus. Danke, danke, danke. Danke. Mir hier oben in der Ecke 4 Euro mit Käse und allem, was willst und groß. Yeah, also da sind wir bei uns bei 4,50. Meo, danke fürs Donaten und Mayen, danke fürs Following. Danke, danke, danke. Warte. Gleich. Following. 20 Euro. Was hast du eine Mucke? Ja. Danke, 20 Euro, Donate, 20 Lose, Leute, 20 Lose. Du freust dich, ich nicht. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Alex muss übrigens immer alles aufschreiben, ja? Also, falls ihr ihn ärgern wollt, donate. Ich muss austragen, ich sag's. Hä? Ja, machen wir 20, ja? Oh, wie geil. So, wer wollte jetzt mitmachen? Ich brauche In-Game-Name. In-Game-Name. In-Game-Name? Ja. Von irgendjemandem, der jetzt hier mitmachen will. Bei uns kostet, ja, 3 Euro. Aber ohne Käse. Ja, ohne Käse. Ohne Käse, oder? Freilich. Also, darf bist du, kann ich ja später noch ein mit. Ja, du kannst gerne mitspielen. Wenn du das willst, klar. Dann. Sag mir mal deinen Steam-Namen, sozusagen. Danke. Dein Steam-Namen und alle. Martin schreibt den auf, dass wir nach, na, damit wir nachher mit ihm CSGO spielen. Das soll mich enden bei Waldrichter. Also, wenn ich einen Inugami kriege, kriege ich sofort erweckt. Hä? Ja? Na, weil du viel Licht gemacht hast. Nur noch! Ach so, falls jemand Inugami-Licht hat, könnt ihr ja gerne Bescheid sagen. Sofort. Von Alex und mir, der zweite Account, hat immer noch kein Inugami-Licht gefunden. Beziehungsweise hat er einen gefunden, aber nur eine halbe Stunde. Ich lasse den immer rum, wenn er enden bei Waldrichter. Backfisch. Enden. Ja, na, soll ich jetzt deinen Account suspenden? Okay, wir machen erstmal Backfisch, danach Dukas. Fisch. Fisch. Vor allem, warum ist das B groß? Manometer. So, Twitch oder? Oh Mann, ey, Quatsch, das. Ohne Mist, was ist los mit mir? So, okay, alles klar. Don't. Einladen. So, wurde verschickt. Nein, Kevin, ich edde dich nicht. Kevin, was ist mit dir los? Welches Level bist du jetzt nun hier, Kevin? Ich wusste gar nicht, dass du Summoners War spielst.
Du spammst mich zu mit deiner Scheiße hier. S3V, V3. Du bist der Nächste. Okay? Wie war das? Evolution. Ich evolution. Ist Juna dein zweiter Name, Caro? Nein, Juna ist mein Hund. Ja. Der Weiße. Der Weiße, genau. Warte, ich schreib dich auf, Evolution. Du wirst der Nächste sein, mit dem ich spiele. So. Backfisch. In Summer's War, Level 7. Oh, Level 7! Drei Steine. Drei Steine. Danke fürs Following. Drei Steine. Danke. Danke, Kevin, ich liebe mich auch. 5% eine halbe Stunde. Also wir sind schon bei 5% Leute hier mit dem Donner, also 26 Euro geht schon mal an den Gewinner, also das ist sehr schön. Erzähl doch mal, was du machst bei Trip 500. Ach so. Da werde ich gerade Haare färben. Ja. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, was ich bei 500 Euro mache. Lila, pink. Naja, das dürfen sich dann die Zuschauer aussuchen. Auf jeden Fall töne ich mir dann meine Haare je nach Zuschauerbedarf. Bei 1000 Euro habe ich eine Glatze. Dank fürs Following, M3. Ich weiß, bin zu für den was ich heiße auf Steam. Michaela Schäfer. Das musst du aufschreiben. Michaela Schäfer wegen nachher CSGO. Ich. Oder ich. Müsst mal. Da. Michaela Schäfer. Michaela. Was ist das? Das ist ein Steam-Account. Steam, mit dem nachher CSGO spielen. M-I-C-A-E-L-A. Schäfer. Komm, bringt die Community, dass der Gewinner Caro dazu bringt, sich die Haare zu färben. Ja, das war übrigens eure Idee mit dem Haare färben, ja? Also die Idee kam nicht von mir, nein, die Idee kam vorgestern, wo ich leicht angetrunken war. Aber nur leicht. Mit dem Trockentrinken. Die Inogami Licht hat. Also ja, sonst träumst du wohl noch, oder was? Ja, also sagt Bescheid, falls ihr irgendwie im Chat oder sowas irgendjemanden findet, der Inogami Licht hat. Wir unterstützen uns ja alle gegenseitig. Machst du da angetrunken? Tor, Martin, wir haben uns schon in Steam. Ich weiß. Wegen den Tönen? Ja, ich weiß, dass wir uns in Steam haben. Ja, da war sie dichter, ja. Och, ey. Ist am Freitag, oder was? Wir haben Freitag. Hallo, Hart. Caro und Haustrache Alex. Hallo, hab Caro und Haustrache Alex. Ja. Sokrat? Ja, Sokrat, wer sonst? Sokrat! Hab mich nicht vergessen, es freut mich. Trockensaufen, Caro. Hashtag vor allem, ja. Läuft eigentlich bei irgendjemandem der Stream nicht flüssig? Wir haben uns auch schon. Ja, Kevin, ja, wir haben uns schon. Kevin. Eigentlich müsste ich gleich hinschreiben: Kevin. Warte. Kevin. Kevin und dann noch ein cooles Smiley, unser Besma-Smiley. Wer mir Inogami besorgt, kriegt 10. Du brauchst noch eine zweite Cam, Caro. Auf jeden Fall, ich brauche eine zweite Cam. Das habe ich mir auch schon überlegt, mit zwei Cams kommt das natürlich auch noch richtig cool. Ich dachte, jetzt hat er. Warum 300? Ey, was? Nein, das muss actionreich werden. Ich habe hier von der ganzen Sache gar nicht. Ich opfere mich nur. Ich bin drin, obwohl ich was? Warum habe ich nur Mana bekommen? So, einladen. The Bim. Warum habe ich das nicht gespeichert? Ach, wie hieß der denn? Ach ja, ich. Jo. Erwähnt das ruhig alle Minute. Naja. Malone 44 has followed. Das ist wichtig. Ja, und 73 hat auch followed. So. Evolution! Eingeladen! Wann musst du mal los? So wie immer. Wann denn? Um 5. Ah. Ich denke an dich.
Ah. Da gehe ich jetzt mal nicht ran. Du darfst doch nicht rauchen, du bist doch ein Vorbild. Nicht ernst nehmen. Ich wollte schon sagen, wenn ich ein Vorbild wäre, oh Gott, dann würde das nicht gut gehen. Naja, das mit dem Vorbild, das lassen wir mal unter den Tisch fallen, so. Hey, bin mit dem Auto gerast. Wow! Womit nimmst du eigentlich auf? Also ich nehme mit OBS auf, sozusagen. Also ich werde auch nachher, zeige ich euch meine Bildschirme, wie ich hier aufnehme und ja, das zeige ich euch dann. Später. Da wird was in den Bau gezeigt, da müssen wir Wind zeigen, wie der gerade ist. Nein. Twitch funkt irgendwie nicht am PC. Also wie gesagt, ich habe nun bei, Evolution, du musst noch bestätigen, damit wir das Schlacht beginnen können. Wollte um 16 Uhr hier sein. Ja, aber du bist doch jetzt hier. Das reicht doch vollkommen aus. Hauptsache, ihr seid hier. Ist egal. Da, Zicko. Oh Mann. What? Ja, also wie gesagt, bei mir läuft's auf Google Chrome auf jeden Fall auch nicht. Keine Ahnung warum. Bei mir geht Twitch an sich, wenn ich bei jemandem zugucke, immer nur per Internet Explorer. Erinnere dich nochmal an Inugami. Ach so, Inugami Licht. Soll ich, ich soll erinnern, Alex rastet aus, er braucht Inugami Licht. Das ist scheiße, sagt er. Ey, der hat heute die Nacht durchgemacht. Und hat kein Inugami gezogen. Hat noch keine Minute geschlafen und hat immer noch nicht Inugami. Ja, drei waren da, aber die Freundschaftsliste war voll. Deine Mütze passt zu dir. Danke, das ist hier, Weihnachtsstyle, ja. Wow. Mit Flackerbaum. Flackerbaum. Ich krumme, oh, mir geht's alles. Oh. Ich weiß nicht, warum was bei mir nicht geht. Keine Ahnung. Wie nimmst du dein Handy auf? Das Handy nehme ich per Mobizen auf, also die App Mobizen. Sozusagen. Also ich könnte jetzt hier auch mit Maus spielen. Wow, 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 wow. Bei 100 Euro bin ich dafür, das Karo weiß ich nicht. Was haben wir da? Tequila? Tequila auf Ex? Jo. Shorty. Tequila auf Ex. Ja, hey, okay. Mal, ich will morgen einkaufen. Also doch. Was? Nimm den Einkaufswagen, schmeiß rein. Okay, also wir haben gerade gesagt, bei 100 Euro, also wenn für den Gewinner schon mal 100 Euro zusammenkommen, ja, dann trinke ich Tequila auf Ex. Also endet wie weiter. Oh mein Gott. Warte mal damit. Ah, okay, danke. Ich hab. Bei 300 lasse ich mich mal in der Kamera blicken. Oh, und bei 300 lässt sich Alex in der Kamera blicken. Also. Bei 500 sieht er meine Hand. Nee. Ja. Bei 500 Mottis seine Hand. Oh Mann. Hat der Donate schon angefangen? Ja, der Donate hat alles schon angefangen. Unten hier unter dem Bild sozusagen. Steht Weihnachtsbeispiel, bei wie viel wir sind. Also wir sind jetzt bei 26 Euro, das sind 5,2% von 500 Euro. Die 500 Euro habe ich allerdings wirklich nur eingegeben, weil ich irgendwas eingeben wollte. Wenn es keine 500 Euro wären, dann sind es keine 500 Euro, ja. Also wie gesagt, egal wie viel es wird, ich danke euch auf jeden Fall allen. Und der Gewinner wird sich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, ein Los ist 1 Euro. Also donatet ihr 20 Euro, sind das 20 Lose. Ja, und das kommt dann alles in einen Sack oder... Ein Krampf in meiner Hand. Ja, man muss spenden. Und Alex muss das alles aufschreiben, ja, und die ganzen Lose machen, ja. Er freut sich ein bisschen vielleicht. Und auf jeden Fall 20 Lose 20 Euro und 50 Euro 50 Lose, 1 Euro ein Los, ja. Also ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Und am Ende wird einer gezogen und bekommt sozusagen den Pott. Und wenn es natürlich über den Münzenner viel Geld, ja, dann gibt es auch noch einen zweiten und dritten Platz. Also dann ziehe ich dreimal. Wow. Also dann nachher ungefähr 21.10 Uhr, 21.15 Uhr, so in der Drehe wird dann der Gewinner feststehen. Wahrscheinlich hat Caro noch mal für voll Lose mit Cap Caro im Pott. Ja, genau. Nein, ich donate nicht selbst mit. Das Kleingedruckte, das stimmt. Ich donate nicht mit. Nein, ich nicht. Wieso steht auf jedem zweiten Los dann Alex? Nein, Alex, seine Handschrift steht auf jedem zweiten Los, das ist richtig. Aber Alex spielt auch nicht mit. Ja, halt mal. Wir spielen alle nicht mit, nur ihr spielt mit und einer von euch wird der Gewinner. Also bis jetzt sieht die Liste, ja, ihr seht es kaum vielleicht so aus, ja. Also Meo hat bis jetzt hier die meisten. Das heißt, wahrscheinlich
Ja, und Alex muss ich nachher. Warte, Meo, jetzt gewinnen. Ja. Ja, genau, so sieht's aus. Und das wird dann ausgeschnitten, gefalten oder wie auch immer. Na, Meo, siehst du. Das überlasse ich alles Alex und dann ziehen wir hier nachher auch mit großem Bildschirm. Das heißt also, dann seht ihr nur mich und die Lose und dann ziehen und dann yeah und dann yippie, warum? Evolution, du bist tot! Why? Und irgendwie heilen meine Freaks hier nicht. Was ist hier los? Wann? Spielervorstellung. Also ich mache jetzt danach noch einen Kampf. Einen Kampf sozusagen. Oh, was ist denn hier? Warum habe ich eigentlich hier... Ey, was ist das denn? Nein, nicht speichern. Warte mal, ich habe noch... Ich muss ihn kurz suchen. Einen Kampf mit Datsiko. Mit Datsiko einen Kampf und dann machen wir sozusagen von ein paar Leuten so ein bisschen Spielervorstellung. Wie bitte? Max, was hast du gesagt? Meine Monster haben nicht geheilt. Ja, meine heilen irgendwie auch ganz schlecht. Ich weiß auch nicht warum, aber naja. Ton ist auf volle Pulle. Wie bitte? Ton ist auf volle Pulle. Danke fürs Donaten, Meo. Wie viel? 5 Euro. Nochmal 5 Lose für Meo. Ich glaube, Meo will hier sein Geld, ja. Also, wenn du ja. Zu viel hast, ich eben meine Amtrak Knight. Wir jetzt ab... Nicht, oder? Nee, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Jetzt pass auf, ich krieg Mana. Ja, Mana? Oh ja, Mana. Yeah. Warum kriege ich immer... Malone Phone? Ja, Malone Phone, da ist das Malone Phone. Oh yes, oh yes. Ja, wir haben sogar echt gewonnen. Wann wird Lose gezogen? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aufladen. Lose werden gezogen um 21.10 Uhr, 21.15 Uhr. Bis dahin könnt ihr alle fleißig donaten und könnt alle zu den Losen gehören. Ich will ein Cap Caro Autogramm. Oh, wird schwierig. Nein, Quatsch. Klar, der Gewinn. Schickst du mir bitte deine Bankanzahl und deine Kontonummer und dann. Wenn der dort die, und dann wenn er die Preise gewinnt, dann machen wir ein Autogramm noch dazu. Ja, der Gewinner kriegt auf jeden Fall auch noch ein Autogramm mit Foto. Das können wir auch noch machen. So, Datsiko eingeladen. So. Hat wer Inugami-Licht? Ja, hat er gerade auch geschrieben. Hat jemand Inugami-Licht? Aber irgendwie ja, nicht. Nee, ich bin dran. Ja. Was? Nicht der. Ich will! Oh, Alex will Inugami-Licht. Alex will Inugami-Licht. Ja, könnte Tipps gebrauchen. Also, Evolution. Okay. Ja, na klar, also wie gesagt. Ja, wer soll spielen, wenn ich einen hab? Wenn der einen hat, gibt mir. Datsiko sollte mal den Seraph als Leader machen. Weil wir haben Doppel-HP drin, das bringt nichts. Warte mal ganz kurz. Ja, Datsiko, mach mal bitte einen anderen Leader rein. Ich will das jetzt mal. Warte. Was? Verzögerung? Numos hat donated! Was ist das? Was? Na, ein Formumwandlungsstein. Dann für irgendwann, wenn du 100 hast, dann kannst du eine Formumwandlung von deinem Monster machen. 100 Stück, ey. Das ist ganz einfach, ey. Das ist voll einfach. 5 Euro. Nymus. Jetzt haben wir schon 7,2%, Leute. 7,2%. Und Hi Nymus. Ja, genau. Hi Nymus. Der Spieler Joker LP hat gerade Inugami Licht bekommen im Chat. Oh Gott. Oh Gott, Joke LP. Joke und dann großes L und großes P. Alex klopft gerade auf sein Telefon, ey. So. What the fuck? What?
Joke LP. Groß? Also großes J? Ja, Joke. Ja, ja Joke und großes L, L, großes P am Ende. Pass auf, jetzt Liste voll oder irgendwas kommt jetzt. Ey, Liste voll! Mal gucken. Wurde gesendet. Oh. Wurde gesendet, wow. Und jetzt müssen wir noch annehmen. Welchen Chat ist der? Welcher Chat? Also Kanal. Was? Ich habe so viel Inogami Licht. Ich verwende die als Food. Wow. Laudione hat mal wieder donated. Ist jetzt nicht dein Ernst, Jan. Was? Wie viel? Oh, hier nicht Komma irgendwas. Jan. Wie viel? 100. 100? Ist der behämmert? Hey. Jan. Ey, jetzt krieg ich echt einen Krampf in der Foto. Oh. Wow! Ja, er hat 100 Euro donated, Leute. Also, Laudione hat jetzt genau 101 los. Es ist halt immer noch dein. Also, nein, Fail hat er jetzt oder was? Ja. Ja, viel Spaß beim Zählen, Alex. Das ist eine Liste. 25 mal 4. Könnt ihr nämlich schon denken, dass hier immer so eine Scheiße macht. Nee, Alex rastet gerade aus. Nee, nicht mit null, sondern mit null. Ja. Hey Leute, wir gewinnen hier. Wir gewinnen den Raid. 100 Euro Hype. Hyper, hyper. Ja. Ey komm, wir sind schon bei 27,2%. Ja, das ist ja ganz schön erschreckend. Und wir müssen Tequila trinken. Achso, da war ja was mit Tequila. Ach, Scheiße. Ja, das ist so schnell. Oh, jetzt muss ich einmal schreiben. Um 16:45 Uhr trinken wir einen Tequila. Oh yes. Ja, Brian, er schreibt schon. Er meckert trotzdem. Soll ich schreiben und ja, mitmeckern? Du! Ich krieg keinen Krampf. Also Alex kriegt einen Krampf. Alex, mach mal so eine Brüse. Was hast du gesagt, Max? So früh schon den Tequila. Ja, ja, ich weiß, ich hätte damit jetzt auch nicht gerechnet, aber gut, 16:45 Uhr, top Zeit, oder? Ja. Läuft, läuft. Oh yes. Also wie gesagt, ich glaube echt, für den Gewinner wird was richtig Cooles rauskommen. Ich bin auch schon gespannt, was er sich so auswählt, ja. Ah, 27% Rest in Peace, ja. Rest in Peace, ja. Und go, meine Freunde! Attacke! Ja gut, Meeresherrscher hat wenigstens überlebt, hey! Der hat nämlich noch nicht so klasse Runen, aber hey! Es geht schon. So, wieder Mana? Und? Nein! Oh nee, was ist das denn? Gott, ey, nimm plus... Plus, der dicker Plusstein. So, okay. Fangen wir mal an, uns mal ein paar Leute anzugucken, ein paar Zuschauer. Wir haben nämlich noch genau 15 Minuten und dann fangen nämlich die Openings an. Wir haben, ich glaube, 8 Accounts, wo wir öffnen können. 8 Accounts. Ich weiß nicht, wie viele mystische Rollen es werden, aber ich glaube, es werden über 200, 250 Rollen. Ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß dran. Um 17 Uhr starten wir auf jeden Fall mit den ganzen Openings und hoffentlich auch mit vielen Blitzen. Und ich hoffe auch, dass ein paar 105 rauskommen. Guck mich an, Melonphone. Bitte. Oh, Melonphone. Ja, also, wie gesagt, nehmt mir das nicht übel. Wir werden nachher auf jeden Fall, nachdem wir CSGO und nachdem wir Rocket League gespielt haben, ja, ist okay, Max. Nachdem wir Rocket League halt gespielt haben, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen die Leute angucken, ein bisschen sprechen, quatschen, was so ein bisschen vielleicht cool wäre, welche Monster wir brauchen, welche nicht, wie auch immer. Wie gesagt, ich bin im Chat 5300, Leute, also schreibt einfach mal da rein, wer jetzt irgendwie will, dass ich mal ein bisschen auf seine Monster gucke oder sowas. Oder sagen soll, welches nächste 6-Sterne-Monster ich jetzt vorschlage oder sowas. Wir können auch alle so, ich habe keine Ahnung. Also schreibt in Chat 5300, wie gesagt, da steht es auch nochmal. 5300. Ja. Koro. Wenn dann Cora, ja. Also wir hatten uns auf den Namen Cora geeinigt und nicht Koro. Koro, Koro, Koro. Ich bin eh dein Favorit und besuche mich immer mit dieser, hat mich in der Devil.
Leute, schreibt einfach oben. So. Ich fange jetzt einfach an. Wir machen jetzt einfach nur mal so ein bisschen, hey, ein bisschen hier und ein bisschen Spielervorstellung. Wer? Ying und Yang? Ying und Yang. So, Monster. Was haben wir? Wir haben eine Pirette. So, okay. Guck mal, Alex, deine Himmelstänzerin. In Wasser. Ich habe keine Zeit. Alex hat keine Zeit. Der muss die ganze Zeit Laudione schreiben. Besorg ich mir Inugami. Besorg uns Inugami, sagt er. So, also auf jeden Fall Himmelstänzer. So, warte mal. Ich guck erstmal einen kompletten an. Was denn? Achso. Okay. Laudi One heißt das übrigens. Oh Mann, Laudi One. Ja, sorry. Sorry. Bin ich deswegen, ich verfolge deinen Stream vom Handy. Ach so. Ja. Kannst du mich mal anschauen? Bei mir ganz sicher. So, okay. Pirat, was haben wir hier für Runen? ATK-Prozent. Guck mal hier. Eine 3-Sterne-Rune Rache, ja? Mit ATK plus 11%. Noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Also nicht bei einer 3-Sterne-Rune. Also echt nice. Da hast echt viel Glück gehabt. Muss ich echt sagen. Also HP plus 8%. Was hast denn du für 3-Sterne-Runen? Bei uns kommt immer so ein Bullshit raus wie plus 2-3% oder so, ja? So. ATK. Problem ist immer, was ich bei der Himmelszentren sehe, dass sie dann immer so wenig aus dem Arsch kommt, ja? Das sozusagen, die Himmelszentren hat ein bisschen wenig HP, meiner Meinung nach, auch wenn sie hier auf Rück, aber die heilt ja je nach ATK. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, also entweder ich würde eine HP-Prozent oder eine Speed-Rune reinmachen, ja? Also wir haben sie auf Speed und wir sind eigentlich sehr glücklich damit. Und dafür halt die ATK-Runen auf Slot 4 und 6 halt dann natürlich ein bisschen stärker gestalten, ja. Fokus ist vollkommen in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, einen wunderschönen 4. Advent. Wow. Facebook nochmal privat wegen den offenen Daten. Oh. Was mir geschrieben, warte, ich gucke. Die App zeigt. Bild. So, auf jeden Fall weiter im Lied. Energieruhen auf jeden Fall alles korrekt, richtig, alles HP-Prozent, die darf nicht so schnell sterben. Du kannst meiner Meinung nach auch die 4-Sterne-Ruhen, also auch an alle, die 4-Sterne-Ruhen bis 9 aufwerten, das ist noch nicht schlimm, ja, also vielleicht höher nicht unbedingt, außer es ist so eine krass geile Rune, ja, mit hier, oh, keine Ahnung, 15% noch mehr HP oder so, ja, irgendwas. Aber ansonsten an sich, auf jeden Fall könnt ihr die ruhig bis 9 aufwerten. Ja, ich bin nicht so der Fan vom Feuerwikinger, aber klar, kann man mal gebrauchen. Vor allem, weil du ja hier an sich keine Feuermonster hast. Oder? Du hast keine Feuermonster. Krass. Kasun, wie gerne hätte ich dich. Ja, Kasun, very nice. Danke fürs Angucken, mein Monster. So, nächster Donate. Wer hat donated? Neonator. 1 €. Dankeschön. Neonator. Also danke fürs Donaten. Wieder mal 1 € dazu. So, Bourbon-König. Bourbon-König ist richtig geil. Also ich muss echt sagen, wenn du den hast, ja, und wirklich richtig heftig auf Damage machst, ich würde da jetzt zum Beispiel auch auf, ja, entweder Crit-Schaden gehen oder sowas. Also auf, ja, Klinge und Zorn. Oder halt du bleibst bei Fatal. Fatal ist ja an sich auch eigentlich nicht immer schlecht oder so. Danke fürs Following, Mario. Deswegen, also es ist ein richtig klasse Monster, auf jeden Fall. Todesritter, richtig wichtig auf jeden Fall, weil Immunität. Wenn man jetzt keine Monster wie Undine noch hat, ja, oder man hat den Ifrit Dark noch nicht, oder sonstiges, ja. Hier Garuda natürlich auch noch hochziehen, ne. Dann ist Immunität richtig wichtig, vor allem für die Drachen, ja, ist Immunität extrem wichtig, ja, weil
Sonst kommen die ganzen Dots drauf und der Drache haut noch 200 Mal mehr hin. Also, wenn ihr Drachen machen wollt und ihr habt den Todesritter hier im Wasser, dann macht ihn, ja. Macht was draus, weil die dritte Fertigkeit, wie gesagt, gibt Immunität für 2 Runden. Man kann die Cooltime noch eine Runde verringern, das heißt, nach 5 Runden kann man das wieder anwenden. Na, es ist nicht so gut wie bei Undino oder sowas oder was weiß ich, aber habt ihr den Todesritter, könnt ihr den ruhig bauen, um euch Immunität halt zu schenken. So, machen wir mal Home, Home, Home. Sweet Home. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, sorry Leute, aber ich kann wirklich nicht alle dran nehmen, ja? Also das tut mir dann auch immer übelst leid und so. Aber wie gesagt, nachher, nach Rocket League werde ich noch Summoners War spielen, ja? Also es wird ungefähr noch eine Stunde Summoners War auf jeden Fall heute Abend geben. Mindestens, wenn nicht sogar 1,5 oder 2 Stunden. Und da werde ich natürlich auch noch weitere Vorstellungen machen, ja? Oder Leute angucken und ein bisschen quatschen und ein bisschen da und ein bisschen hier. Wisst schon, wie ich es meine, ne? So. Trinity, danke fürs Following. Knoxus. Danke. So. Was schreibt ihr eigentlich so? Bin gerade eigentlich, was mache ich mit dem Geld? Das Geld ist nicht für mich, das ist für euch. Am Ende um 9.10 Uhr, 9.15 Uhr wird einer gezogen von den Losen. Also ein Los, 1 Euro. 21.15 Uhr, sorry. Donaten, ja, 21.15 Uhr ist sozusagen die Verlosung. Dann bekommt der Gewinner sozusagen, den wir ziehen, bekommt sozusagen den ganzen Pott. Ja. Außer wir haben übelst viel Geld, also noch mehr. Ja, dann gibt es sogar 3 Gewinner. Ja, dann ziehe ich 3 Lose. Und ein Los ist 1 Euro, 20 Euro sind 20 Lose. Und nochmal donated. Sehr schön. Was? Ja. Neonator, der vorhin schon mal genommen hat. Oh, richtig geil. Ey, Heavy, warum zieht ihr eigentlich sowas? Ohne Mist? Ich verstehe immer nicht, wie das funktioniert. Wie? Boah, ey. Wieso? Ja, wie kann man so viel Glück haben? Oliver Schreiber. Sagt's. Wie? Oh Mann, ey, ich will auch haben. Greift mit einem Schwert an. Sie wird automatisch, falls der Feind stirbt. Greift einen Feind an und ringere die HP um 30% des zugefügten Schadens. Gewinne eine Runde lang Immunität, falls der Feind getötet wird. Oh. Immunität wieder, sehr wichtig, sehr cool. Ist, denke ich mal, auch cool für die Drachen. Der letzte Kampf beginnt, verbindet, verliert 5% HP, Feind erhalten massiven zusätzlichen Schaden. Oh Mann, ey, das ist einfach so traurig. Erhöht das Angriff und Verbindung mit einer, ja, so wie bei meiner Vanessa, um 33%. Oh, sehr schön. Was hast du für Runen da drauf? Okay. Also ich würde später definitiv bei ihr auch auf Gewalt gehen. Ja. Würde ich mal so sagen. Fertig. Laudione, ja, also Laudione, ne? Das sind die 100. Und wir haben mal natürlich noch ein, ja, also nicht, dass sich Laudione, sorry, benachteiligt fühlt. Neonator hat nochmal donated. Also 101 Lose hat Laudion. Laudion. Oh Mann, warum sage ich immer Laudion? Won. Ja, Gewohnheitssache auf jeden Fall von CS. So. Also hier auf jeden Fall irgendwann später auf Gewalt gehen, definitiv. Ansonsten würde ich jetzt hier erstmal ganz normal auf Fatal Energie oder Fatal Klinge oder sowas gehen, damit er vielleicht irgendwie eher Energie, damit er nicht so schnell stirbt. Weil er halt, wie gesagt, hier die HP um 30% des zufügigen Schadens gewinnt eine Runde lang Immunität, falls der Feind getötet wird, ne? Genau. Ja, also, wie gesagt, ich würde definitiv hier noch vielleicht eine Energierune reinmachen. Damit er halt länger überlebt. Was? Wer hat fast geheult? Du, ja, weil du den gezogen hast, hätte ich auch geheult. Definitiv. Ich habe besuchen. Was? Willst du nicht heulen, oder? Vor Freude? Nee. Ja, so, wenn du Inugami bekommst, Inugami-Licht, dann heulen wir auch vor Freude. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Hier später auf Qual gehen. Auf jeden Fall auf Qual. Und am besten auf Slot 2 Speed, 4 ATK-Prozent und 6 ATK-Prozent. Oder du machst es anders und machst es auf Speed, HP-Prozent und ACC zum Beispiel. Kann man halt so bauen, wie sie hier alles Energieruhen. Hast du alle abgeruhnt? Hier alles Energieruhen, alles HP-Prozent. Arman.
Klinge, Klinge. Gut, damit du auf die Crit-Rate kommst, ist okay auf jeden Fall, aber du brauchst halt auch Energie. Deswegen hier die Gewaltrune raus erstmal. Ja, solange du noch nicht gute Gewaltrune hast, lohnt sich das dann nicht. Und hier noch eine Energierune rein. Definitiv. Und HP-Prozent. Hier Crit-Rate ist okay, aber hier HP-Prozent und hier HP-Prozent. Ja, der heilt je nach HP-Prozent. Megan auf Tempo, Tempo und Fokus gehen, ja, Slots bei Speed, 4 HP-Prozent oder ATK-Prozent, je nachdem, wie ihr auslegen wollt. Ich bin für HP-Prozent und auf Slot 6 ACC. Oder ihr bekommt genug ACC zustande, dann natürlich noch eine HP-Prozent oder ATK-Prozent. Shannon an sich auf Quale und Fokus setzen, hier auch auf Slot 2 Speed, 4 HP-Prozent und 6 entweder ACC oder HP-Prozent. Oh, hier, Werwolf. Auf jeden Fall machen den Werwolf Dark. Ey, der zieht hier übelst geile, Licht- und Dunkelheitsmonster. Was ist los? Okay, Pinguin. Leute, was ist los? Meine Güte, ey. Ohne Mist. Ganz im Ernst. Also hier auf jeden Fall machen. Ey, Gott, Mann, ich will auch haben. Mann! Ey, ich ärgere mich wirklich jedes Mal, wenn ich diesem. Also ich freue mich dann immer, dass die Leute das ziehen, aber. Ja, das ist ein übelst geiles Monster, Alex. Ja, bei mir ziehst du einen Pinguin. Ne? Ja, ich habe bei dir einen Pinguin gezogen. Ich habe auch einen Pinguin. Vielleicht sollte die Licht- und Dunkelheitsrollen mal echt jemand bei mir aufmachen, ja. Da habe ich echt nur... Ne, ist echt nicht Pech. Aber, naja, ach nee, einmal hatte ich ja Glück bei einem. Stimmt. Ich glaube, da hatte ich hier den Piraten in Dark oder so gezogen. Aber egal. Auf jeden Fall richtig hammer, hammerhartes Monster, ey. Auf jeden Fall auch auf HP spielen. Alles HP, alles Energie. Da läuft der von alleine. Ja, Ashir, ja. Genau, Ashir oder hier den. Ich will einen von den beiden haben. Ja, von mir aus nehme ich auch den Golem Licht. Der natürlich auch richtig geil ist, ja. Oh Mann, ey. What? Okay, wir gucken uns jetzt noch einen an und dann fangen wir an mit den Openings. Guys. Wen? Nee, den Backfisch, da sind wir nachher drin zum Opening. So, bum. Eptik. Oh mein Gott. Fire HD, was? Ich muss mich einfach für irgendeinen entscheiden und ich werde jetzt blind irgendwas drücken. Ja, ne? Besuchen! Ich hab durch Glück gedrückt, ja, also ich habe jetzt nicht hingeguckt, Leute. Wie gesagt, nachher machen wir natürlich noch ein bisschen Spielervorstellungen und gucken, warum ist eigentlich dieses Ding hier oben. Und gucken uns noch ein paar mehr Monster, Leute, und wie auch immer an. Ich denke, 8:30 erst los mit Summons. Nein. Das Problem ist einfach, ich habe gestern mit den anderen Twitchern, also Namaron und Yenshi, gesprochen, weil die ja heute auch Openings machen noch. Dass wir das ein bisschen zeitlich abgeklungen haben, dass ihr irgendwie Chance habt, auch bei den anderen mal vorbeizugucken. Ja, und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich fange um 17 Uhr an, aber das Opening wird wahrscheinlich bis 18.30 Uhr gehen, weil wir haben hier 8 Leute, beziehungsweise haben wir jetzt schon 9? Weil jetzt hatte sich, ja genau, wir haben 9 Leute, wo wir Rollen öffnen, also das braucht eine Weile, wahrscheinlich sogar 10 Leute. Ja, also das dauert, wir haben über 250 oder 300 Rollen, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch 400, ich wirklich keine Ahnung, wie viel da irgendwie bei den Leuten drin ist. So, was haben wir hier für Monster, was kann man gebrauchen? Natürlich können wir unseren Bierman gebrauchen, den auf jeden Fall machen. Fängst um 8:30 Uhr, Yenshi, ohne Mist, wenn Yenshi jetzt drin ist, wir haben gestern doch erst bei TS gesprochen. Das Namoron fängt um 20 Uhr an, sein Opening zu machen. Ich fange an 17 Uhr mein Opening zu machen, was ungefähr bis 18:30, 18:45 dauert. Danach mache ich mein Matchmake bei CSGO. Danach macht Yenshi sein Opening und danach macht Jan Namoron sein Opening. Neonator hat wieder donated. Hat er einen Gruß da gelassen? Das stört mich nicht. Was? 1 Euro. Hat er einen Gruß da gelassen oder so? Das stört mich nicht. Das stört Leider mich so, nicht. Leonator, das macht doch Spaß hier. Das macht Spaß. Ja, danke fürs Following. Mein Mann, das ist wunderbar. Geil, also auf jeden Fall Bierman-Licht auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall, den brauchen wir.
Braucht jeder. Wie gesagt, hab ja gerade die Runen gesagt, was der braucht. Genauso wie die mystische Hexe, Megan, die brauchen wir auch auf jeden Fall. Hier, Phantomdieb kannst du auch auf jeden Fall gebrauchen. Kann schön die Def kaputt machen. Ist cool für die Arena eigentlich, wenn man den schön auf Speed macht, dass er als erstes drankommt und du halt ein komplettes Speed-Team hast. Ist es recht cool, mit dem wirklich zu spielen. Der Rest, was hier vorne ist, ist eher Food. Die Schlange ist Food. Kannst du aber so behalten, nicht, dass du die opferst, kannst du so erstmal lassen, mit der ein bisschen spielen, klar, und dann aber irgendwann, weil du brauchst sie definitiv irgendwann nicht mehr, leider, ja. Also jetzt in dem Situation brauchst du sie schon, aber irgendwann kannst du sie für ein 6-Sterne-Monster opfern. Mach lieber hier deine Magieritterin. War Alex, du bist zufrieden mit deiner Magieritterin, Wasser? Ja, die ist in Ordnung, sagt er. Ja, also die auf jeden Fall kannst du auf jeden Fall machen. Und irgendwann auf Qual spielen, was? Secret Dungeon. Ja. Und sonst auf Fatal und Klinge am Anfang. Das reicht vollkommen aus. Und falls sie dir zu der schnell stirbt, nimmst du Klinge raus und machst Energie rein. Greif ist auch kein Food, auf jeden Fall behalten. Ramagos auch behalten. Komplett auf Energie spielen. Greif auf Tempo am Anfang reicht auch auf Energie zu spielen. Den auf jeden Fall kannst du auch ruhig auf 4 machen und bis Max Level 4 Sterne erzielen. Neonato hat wieder donated. Und Werdewurm, ja. Und wieder 1 Euro. Ich hab grad Déjà-vu. Was, Déjà-vu? Hm. So, wir sind jetzt bei 141 Euro. Wir haben 28,2%. Und der Tequila? Tja. Mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Also, normalerweise müsstet ihr jetzt schon dafür, dass ihr so spät seid. Ja, wir trinken zwei dafür, dass wir zu spät sind hier. Shannon auf jeden Fall. Oh Gott. Shannon auf jeden Fall auch behalten. Kannst du auf jeden Fall so behalten und hochpeppen, weil du Shannon ja jetzt schon eher hast. Mach erst Shannon und danach mach Megan, ja. 6-Sterne-würdig ist bis jetzt meiner Meinung nach nur Magieritter, und weil sie aber auch Damage macht. Du brauchst als erstes Monster wirklich ein Monster, was Damage macht. Das ist dein erstes 6-Sterne-Monster. Falls du nicht noch irgendwie andere Monster bekommst. So, der Donation Goal ist verschwunden. Nee, jetzt ist er wieder da. Kannst mir meinen auch mal angucken. Ja, wir gucken uns, wie gesagt, nachher immer noch weiter hier die Leute an. Leute, wir fangen jetzt aber an mit den Openings. Also das, was wahrscheinlich hier jeden freut, dass wir hier jetzt sozusagen Openings machen. Machen wir, na gehst du mal, jetzt Openings. So. So. Jetzt muss ich mich natürlich hier tausendmal umloggen und keine Ahnung was tun, ja, und machen und so weiter und so weiter. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt eher weniger. Wie gesagt, mache ich noch. Also gucke ich mir noch Leute an, Leute. Neonato hat wieder donated. Und lass mich raten, wieder 1 Euro. Sehr schön. Also Leute, nochmal an die, die jetzt irgendwie 2 Euro, es wäre noch mehr, hey. Also Leute, falls ihr mitmachen wollt, wie gesagt, am Ende um 21.10 Uhr, 21.15 Uhr wird der Gewinner gezogen und der ganze Pott geht an den Gewinner. Ein Los, 1 Euro, ja, Alex schreibt hier schon fleißig, ja, dann wird in der Schüssel, ich ziehe hier vor der Kamera mit großem Bild, ja, große Cam, und ziehen und der Gewinner steht dann fest. Und von dem Geld, von dem Preisgeld sozusagen, wird... ja, wird was gekauft, was aber dem Gewinner auch, sag ich mal, was er will, ja. Also ich kann das Geld, wird nicht so ausgezahlt, ja, wäre die Spannung weg, ja. Ich mache dann ein paar Vorschläge den Gewinner, wie jetzt zum Beispiel Gaming-Maus, Gaming-Tastatur, was weiß ich, wenn wir noch weiterkommen, Monitor, Tablet, Pad, keine Ahnung, irgend sowas, ja, hängt drauf ab, wie viel Geld wir halt zusammen haben. Oder er ist ein übelster Summon- und Swap-Fanatiker und dann kaufen wir einfach 2, 3... keine Ahnung, also 9000 Kristalle oder sowas, ja, falls er das möchte, ja. Also, und falls es zu viel Geld wird, gibt's noch einen zweiten und dritten Gewinner. So. Werden wir mal mit dem ersten anfangen. New Follower? New Follower? So, mit wem fangen wir an? Ja. Da fangen wir erstmal mit ihm an. Ruffy. Was? Ja. Was? Die kommt jetzt schon hoch. Ist dir noch schlecht oder wie? Ja, vor allem, wir haben keine Zitrone.
brauchst du da nicht. Übrigens habe ich euch schon von meinem neuen Event erzählt. Das hatten wir mal so einfach so spontan überlegt, also der Alex und ich. Wir wollen jetzt irgendwann auf YouTube, auf meinem Kanal sozusagen, auf mehrere Accounts gehen und uns nicht unbedingt nur die Monster angucken, sondern ja, die Welten angucken. Dann werden davon sozusagen, mache ich Screenshots von dieser Hauptwelt, wie jetzt zum Beispiel hier beim Ruffy, was ich halt richtig geil finde. Also ich finde das richtig gut gemacht. Wartet, ich zeig's euch gleich. Ja, wir sammeln das nochmal kurz ein. Hier, Ruffy. Sieht doch, warte, ich mach mal Diashow weg. So, Ruffy, ja, also richtig geil aus. Und dann mache ich hier Screenshots und stelle bei mir wahrscheinlich in die Facebook-Seite oder mache ein Video daraus. Und ihr könnt dann abstimmen, wer die coolste Welt hat oder sowas, ja. Also ich finde, das ist mal was anderes, was Cooles, ja, dass man auch mal seine Welt halt ein bisschen designt. Leonardo hat schon wieder donated. 4 Euro, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Auf jeden Fall wird dann ein Sieger sozusagen gemacht und der wird auch wahrscheinlich etwas bekommen. Wann natürlich das Event stattfindet, ich denke mal irgendwann nach meinem Geburtstag, also nach dem 20. Januar. Ah. Ja, wird dann irgendwas und dann wird auch was ganz Kleines verlost. So, auf jeden Fall jetzt aber hier zu unserem Rollen. Guck mal, wir haben noch einen Wunschbrunnen, aber das lasse ich ihm, ja. Nicht, dass er hier böse ist, wenn ich hier seinen Wunschbrunnen mache und sagt, ey, du machst übelst den Pechwunschbrunnen. Obwohl man nicht so viel Glück beim Wunschbrunnen haben kann. Ah, wann brauchst du nächste, also um wie viel Uhr? Wann? Ich schätze so um 20.15 Uhr schätze ich, dass wir die nächsten machen. So, weiter. Wir fangen an. 15 Rollen. Er hat 2 Accounts. Und wir splitzen! Hey, hör auf! Hey! Schöner Kürbis! Oh, jetzt ist Alex böse, weil wir hatten geöffnet und es war in 17 Rollen war nichts drin. Halloween-Kürbis! Halloween-Kürbis, Leute! Halloween-Kürbis! Yeah! Schick, schick, schick! Halloween. Oh, Halloween-Kürbis! Und weiter! Geh, Furzitz, alles klar. Eine Terrier Cat. Wie gesagt, also wer mitmachen will, es ist alles freiwillig, ja. Könnt ihr. Ja, wir haben ja Fake Nut dran. Ja. Aber der sieht toll aus, oder? Erweckt, habe ich den noch gar nicht so gesehen, ja, Traktor. Mit seinem Iro. Traktor, richtig geiler Name. Übelst schräg, ja. Hammer, cool. Wir haben keine Lovinia. Yeah. Gibt es eigentlich dann noch Weihnachtsmänner bei Summoners War? Oh, wie geil. Come on, jetzt hier, gib uns doch mal Blitze. Wir haben heute hier Blitz-Event. Wir müssen hier heute zum... Und noch ein... Alex rastet aus. Todesritter Wasser. Ich habe gar keine Blitze gesehen. Wo waren die? Ja, Todesritter Wasser. Geil, also wie gesagt, gut für die Immunität. Danke fürs Following, Keva. Hey, geil, cool. Hammer, hammer, hammer hart. Alex, danke für deine Mühe mit den Losen. Klar. Für dich immer. Oh, nochmal den, ja? Jetzt haben wir ihn erweckt und jetzt haben wir nicht erweckt. Wow. Kann, hat jemand Frankenstein Wasser und ich, also der Feuer ist ja der Beste, aber ist der Wasser eigentlich auch so zu gut oder eher nicht? Kriegsbär, wer braucht sowas? Und nochmal Blitze! Nochmal Blitze! Wir haben ein Blitz-Event! Meerjungfrau Feuer, richtig geil. Ich meine, meiner Meinung nach auch mit die beste Meerjungfrau hier. Also mit. Richtig, richtig cool. Cool. Wo ist denn hier? Tequila? Okay, Anschluss. Tequila, warte. Ich euch nicht hier verarsche. Also, ihr könnt nicht riechen, aber. Egal. So, Prost auf. Ja, bis jetzt 3-4 Sterne Monster. Ja, bei 15 Rollen. Prost. Und wir haben noch 9 Leute vor uns. Oh. Kaffee zum Nachspülen. Oh. Oh. Lein. Ja. Ich check mein Lein dann. Oh, ja, mach ich. Oh mein Gott. Weihnachtsgeschenke. Ja. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt. Ah, ihr habt ja mal einen Fall. Ja, es gibt. Was? Es gibt? Schmackhaftere Sachen. Ja, das ist es gibt richtig schmackhaftere Sachen. Was? Nein. Oh, Mann. Und für jedes Nap 5 noch ein. Mm, oh, ich hoffe, das geht dann. So, wir machen jetzt weiter. Wir schwören weiter noch 7 Rollen hier bei dem Account.
los. Nein, Mensch, ey, ich hab mich nur versprochen, ey. Weißt du, wie eklig das ist hier? Tequila. Nee. Egal. Egal. So, bei 200 Euro, was machen wir bei 200 Euro? Noch einen. Ja. Bei 200 Euro trinke ich einen Kirsch. Aber ein richtiges Gläschen. Also aber ein richtiges Gläschen. Mhm. Ey, ich mache immer nur das, was die hier sagen, ja. Ey, die wollen mich hier. Nee, die wollen mich fertig machen. Ah, kein Blitzen. Karot. Nicht weinen. Eine Fee. Oh, nee. Ey, ich bin aber hier total zufrieden. Also, das ist ja. Ja, ich auch. Mumie. So, noch eine Feuerrolle. Schlange haben wir noch. Oh ja, wir haben noch eine Licht- und Dunkelheitsrolle. Go! Kein Pinguin! Nein, kein Pinguin! Kann der was? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ey, wir haben heute Frankenstein-Tag auf dem Account. Wann kommen die nächsten Besucher? Habe ich gerade schon gesagt, ungefähr 20.15 Uhr. Kauro, bei 200 machst du erstmal 20. Hampelmänner. Okay. 20 Hampelmänner. Safe. 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 Ja, ja, ja. Safe. Gut. Noch zwei. Komm, Bra. Gib uns Bra. Oh, schade. Bra. Oh, schade. Eine Fee. Aber ey, ich bin echt zufrieden hier auf dem Account. Er hat dann aber noch einen Account, ja. Also wir haben hier Kürbis. Ja, jetzt hat er Kürbiswasser. Ja, Kürbiswasser ist richtig geil. Habe ich auch. Kürbisfeuer. Wir haben... Wo ist denn hier aktuell? Ja, ja. Ja, so, also Kürbisfeuer. Oh, er hat schon Kürbisfeuer. Nein, dann tut er sein Kürbisfeuer auf den anderen Kürbisfeuer. Ja, wir haben den Todesritter, wir haben die Meerjungfrau, wir haben Traktor. Traktor. Und ja, noch einige an 4-Sterne-Monstern. Und wir haben hier unserem Frankenstein-Licht. Kann der was nun? Light Frankenstein ist richtig gut. Oh, richtig gut. Der geht den Gegner zweimal und führt dem Schaden Prozent zu einer Verteidigung zu. Jeder Angriff. Effekten erleidet er zu den Angriff. Oh, sehr geil. Zerdrückt alle Gegner und senkt ihren Angriffsbalken. Je 30% Schaden an der Steckpunkt der Max HP. Oh, attackiert den Gegner viermal. Oh ja. Also den würde ich auf jeden Fall, also hier auf HP und Death machen, ist klar. Schönes Monster. Schönes Monster, auf jeden Fall schönes Monster. So, wir werden jetzt mal hier auf seinen. Oh Mann, ey, warum drücke ich da mal drauf? Dann. Bleh. So, auf seinen zweiten Account gehen. Ich weiß nicht, ob er zugeguckt hat, aber wenn, dann Glückwunsch. Sorry, Alfahrer. Tut mir leid. Ich hab's wohl vergessen. Tut mir sorry. Der ist richtig fette Trick-Damage. Gute Arbeit. Yeah! Kannst ja mal den Pinguin im Gegensatz. Oh Mann, der Pinguin! Er hat die ganze Zeit was gegen Dark Pinguin. Könnt ihr auch was Positives über Dark Pinguin sagen? Er sagt die ganze Zeit, oh Dark, du ziehst mir einen Pinguin. Oh ey, Mann. Ich fühle mich schon richtig schlecht, ja, weil ich einen Pinguin gezogen habe, ey. Oh. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu seinem zweiten Account. So. So. Zweiter Account. Zweiter Account. Ey, Trian hat geschrieben, Dark Pingu ist ein Sith Lord. Er ist auf der dunklen Seite der Macht. Oh je. Ich weiß nicht, ob es gehört hat. Ich sag's auf jeden Fall dann nochmal. Ah, wie geil. Mana. Alex? Hast du gehört? Nee. Trian hat geschrieben, Dark Pingu ist ein Sith Lord. Er ist auf der dunklen Seite der Macht. Ja, super. Dark Pinguin ist geil. Hat ein rotes Schwert, ja? Hat er ein rotes Schwert, ja? Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Übrigens, wo ist mein Laserschwert? Hier. Ich habe, ja, von meinen Arbeitskollegen, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Dieses tolle Laserschwert von Subway. Das ist ein mega Laserschwert. Und ich habe noch, ich glaube, ungefähr geschätzte 10 oder 15 andere Laserschwerter erhalten, wo ich noch ein Video drüber machen muss. Das ist das Laserschwert und da steht was drauf. Ist auch egal, was da drauf steht. Ist eh nur, ich will noch nicht ins Bett, zum Beispiel. Aber auf jeden Fall ist dieses Laserschwert hier von Subway.
und ist crazy cool, ja? Also hier zum Star Wars Beginn und so, ne? Nur mal so nebenbei. Gut, also wir fangen jetzt an hier mit den Beschwörungen. Ach, scheiß drauf, auf dem zweiten kann ich das ja machen. Komm, Wunschbrot, gib uns was Tolles. Ich habe meinen ersten Nat 5 mit Level 30 bekommen. Wir haben unseren ersten mit? 15. Mit Level 15. Nee, Quatsch. Joke. Also schon, aber egal. Oh, König Angemon, ey. Was hast du für ein Nat 5? So, 9 mystische Rollen und 3 Sonderbeschwörungen. Oh, die Sonderbeschwörungen. Ich hoffe, mal sehen, ob wir heute eine Pra bekommen. Ja? Ich glaube, wir haben relativ viele Sonderbeschwörungen. Blitze, 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 come on, come on. Arnold, check, check und nochmal check. Bester Todesritter ever. Teilweise bestes Feuermonster ever, teilweise. Also, hammer, hammer, hart, richtig geil, Arnold. Wir haben Arnold, wir haben Arnold und hoffen, dass er ihn noch nicht hat. Boah. Oh mein Gott, ey, Arnold. Aber Terra Cat. Ey, du hast ein Nat 5 gezogen, du hast eine Chimäre. Wie geht's um hier? Wegen, ja, wir haben immer noch kein Inogami und es blitzt. Oh, komm, Fuge, guck mal, die kennst du doch. Fu-Girl, cool. Na, die kennst du doch, die hatten wir da auch. Hatten. Nicht lange, aber egal. Oh, wir haben einen Arnold, guys. Geo, ich auch, will auch. Ah, ich will auch Arnold. Ich hab, es ist eins der Feuermonster, die ich vom Vier-Sterne-Monster noch nicht habe. Immer noch nicht. Deswegen, eigentlich bräuchte ich den Text wie früher bei Twitch. Also, wo ich vor 5 Monaten gestreamt habe, immer hatte ich doch unten noch laufen. Ich habe keinen Arnold oder Arnold Gang oder Arnold Gruppe. Irgendwas hatte ich doch stehen, oder? Also für die Leute, die jetzt schon länger. Und es blitzt nochmal bei der letzten Rolle. Und was ist es? Ja, immerhin. Hey, komm. Noch einen hat 4 und wir hatten 9 Rollen, ne? 9 Rollen, glaube ich. Yeah. Geil. Und hier weiter. Sonderbeschwörung, Sonderbeschwörung, Sonderbeschwörung. Komm, gib uns eine Pra. Gib uns eine gottverdammte Praha. Ich glaube, dann switcht er auf den anderen Account, auf den hier um. Das ist ja sein zweiter hier. Und go! Ah, schade! Was? Level 3 Ariel, Level 20 Shivu, Level 39 Pra, Level 40 Raki. Ey, krasser Lauf. Definitiv krasser Lauf. So. Roger. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall, ja. Zum nächsten. Jetzt gehen wir zu einer ganz anderen Person. Leute, also nur so für euch. So, zu wem gehen wir jetzt? Zu wem gehen wir jetzt? Ich überlege gerade, zu wem wir gehen, aber ich glaube, ich habe da schon einen richtigen Kandidaten für unser Opening. Ah, das geht nicht, okay. Gut. So. Ich sehe das auch immer an diesen, den IDs, ob das neue Leute, alte Leute, also Leute, die schon länger dabei sind oder auch nicht. Das ist immer sehr lustig. So, also es tut mir übrigens leid, Leute, wenn das immer so ein bisschen dauert, ne, wenn ich hier umgeloggt bin. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ach, Kacke. Martin, guckst du immer noch, was die Leute so schreiben? Mhm. Weil wenn ich hier eingebe und so, ist es immer ein bisschen schwierig, da mitzulesen, damit ich nicht so viel verpasse. Mhm. Okay. Kommen noch nicht so ganz so rein. New follower. Danke fürs Following.
Wenn jemand like Inu SD. Ja, ich will like Inu SD. Ich brauche. Sag das am Alex. Der braucht Light Inu. Ja, Alex, guck mal. Alex, bist du noch da? Ja. Wenn hier jemand Light Inu SD hat. Ey, diese Pass. Oh mein Gott, ey. Hä? Also irgendwie klappt da was nicht. Aber egal, gut. Frage ich da nochmal nach. Auf jeden Fall gehen wir zum nächsten. Warum auch immer das nicht funktioniert hat, egal. Also, Triaden, du musst mir nochmal deine Daten schicken und sagen, ob das per Facebook war, ob das nicht per Facebook war, weil ich habe es jetzt gerade eingegeben sozusagen und da hat das nicht so ganz geklappt. Aber trotzdem hatten wir jetzt viele Blitze, Leute. Mhm. Viele Blitze? Ja, genau. So, jetzt sind wir beim nächsten. Also, wie gesagt, Triaden, du musst dich mal kurz bitte bei mir melden. Ob das jetzt per Facebook ist, ist wie du willst. Am besten per Facebook. So. So, wir sind beim nächsten. Beim Roxas, auf jeden Fall. Wir sind beim Roxas und mal gucken, was der Roxas hier hat. So, wir müssen erstmal gucken. So. Roxas hat 25 mystische Schriftrollen. Und. Oh, yeah. Und 5 Sonderbeschwörungen. Wir fangen an. Danke fürs Following, Langnocko. Okay, wir haben Werwolf. Komm, ich mache jetzt hier drüben, ey. Danke fürs Following, 13ml. Danke, 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 danke euch allen auf jeden Fall, dass ihr übrigens heute überhaupt hier seid und so. Trian, ich schreibe dir eine Line, gleich cool, ich schick dir mal. Okay, gut. So. Achso, ich sollte ja hier mal bei Line gucken, ne? Ach, Quatsch. Verstehe ich nicht. Was? Danke fürs Following. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall weiter. Ich muss dann übrigens mal bei Line schreiben. Wenn mir hier schon mehrere Leute bei Line geschrieben haben, muss ich natürlich auch bei Line gucken. Ich glaube, der Schlüssel, um viele Follower zu kriegen, ist, es wird zu streamen, ja. Naja, das macht doch auf jeden Fall übelst Spaß. Warum bekommen wir jetzt hier keine Blitze? Empty, danke fürs Donaten. So, jetzt muss ich das hier wieder aktualisieren. Die komische Goal. Blitze, 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 Blitze. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. MT, 3 Lose, sehr schön, 3 Euro, 3 Lose. Ah. Danke fürs Following, Bobble. Blitze, come on, jetzt, come on. Himmelstänzerin Feuer! Alex! Alex will nämlich unbedingt Himmelstänzerin Feuer haben und das ist mein Lieblingsmonster. Meine Fresse.
Yo! Es ist einfach mein Lieblingsmonster und es ist auch meiner Meinung nach mit eins der, auch mit der besten Forming-Monster, ja, weil sie heilen kann, sie kann gut angreifen, wenn sie gute Runen drauf hat allerdings, ne, klar. Und in Gildenkämpfen ist sie cool, im Raid macht sie eigentlich auch recht viel Damage. Also, Leute, I love Himmelszentren, I love. Machen, aber hab das Equipment, nicht das Equipment, ich habe mir das Equipment auch nach und nach alles angeschafft, also es ging relativ schnell, weil ich mache ja das alles hier erst seit einem halben Jahr eigentlich, effektiv, oder seit 7 Monaten, ja, und habe mir das alles nach und nach angeschafft, das ist stimmt, das Equipment ist echt krass. So, jetzt müssen wir hier mal ins Lager gucken, Lager. So, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was hier umzwitschen. Bla 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 bla. Rüber. So. Alles rüber. Einfach erstmal rüber. Und weiter beschwören. Hey Leute, wir wollen weiter beschwören. Wir wollen hier noch mehr haben. Give me the iron. Was? Du hast 4 von denen? Ey, komm. Wenigstens eine musst du machen, ey. Ohne Mist. Die anderen. Okay, aber eine wenigstens, ja. Es war mein erstes Nat, also Nat, Quatsch, nicht Nat, nicht Natural. Mein erstes 6-Sterne-Monster und ich liebe es, ja. Jetzt komm, jetzt kann hier aber nochmal ein Blitz kommen, oder? Leute, sagt ihr Blitz? Schreibt mal alle Blitz oder so, damit vielleicht blitzt es dann, komm. Oder kommt zuerst, muss einfach mal zugucken und sehen, wie finster das eigentlich ist und wie verzweifelt das eigentlich für die Leute ist, die sparen ewig dafür, ja? Sag ich jetzt mal. Und dann kommt nichts, ja? Come on. Das kann ja nicht immer so laufen, ja, wie vorhin bei dem mit Arnold. Ah, der war's, das Arnold. Come on. Fee. Oh, noch ein Blitz, komm. Jetzt gib uns was Schönes, gib uns was. Ah, Kitsune. Okay. Also Kitsune. Kitsune ist nicht schlecht, definitiv. Sie macht auch relativ gut Damage, auf jeden Fall. Man kann sie gut gebrauchen. Es gibt allerdings auch Brassocker. Sind Wasser, welche Runen? Wasser auch auf ATK. Geh auf Fatal, weil sie heilt je nach ATK. Das ist das Ding. Und mach vielleicht auch noch Energieruhen rein. Oh, nochmal Blitze, komm. Jetzt komm, Blitze. Yeah, Tyran! Wir haben Tyran gezogen. Wir haben einen Tyran. Yeah! Siffe, Tyran! Come on! Also findet ihr das geil? Blitze? Ja. Yeah. Du hast jetzt eine Leitnachricht gekriegt. Ey, komm, manche. Ja, ich weiß, ich habe Leitnachricht gekriegt, nur ich kann es hier nicht öffnen, warum auch immer. Mit dem Tab kannst du das mal irgendwie probieren? Der will das nicht, der unterstützt das nicht. Ja, aber ich habe hier auch schon mal Nachrichten geschickt. Letzte Woche. Per Line. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas aktualisieren halt muss. Ey, geile Scheiße, wir haben hier... Oh, wir haben einen Tyran. Was, wen hast du? Den hasse ich, wen? Dreimal verfüttert und einen gemacht. Ich verkaufe meinen Main für 10 Euro. Hä? Los, Blitze, gib uns Blitze. Ja. Haben wir noch... Oh, wir haben noch die Sonderbeschwörung, Leute. Also jetzt, Praha. Wir brauchen eine Praha. Ey, come on. Wir brauchen eine Praha. Oh, Blitze, komm! Komm! Kasun! Yeah! Yeah! Was? Was denn? Soll das so alles sein? Nee, das steht ja die ganze Zeit, wird nicht unterstützt, aber ich weiß nicht, ob man dabei beim hier beim Store halt das vielleicht aktualisieren muss oder so. Eigentlich nicht. Es ging aber mal, das ist das Problem. Ging letzte Woche. Ey, wir haben eine Kasun! Du mir öffnest, please auch guten Tipps geben. Ja. Ach, siehst du, bei dem einen habe ich vollkommen vergessen. Ah, der wollte ja wissen, welches als nächstes auf 6 Sterne. Ich weiß nicht, ob er zugeguckt hat, aber ich werde auf jeden Fall in den Accounts nochmal reingucken und den dann privat sozusagen auch noch schreiben. Ey, wir haben eine Kasun, Leute. Wir haben eine Kasun. Yeah. Geil. Ich bin wirklich zufrieden, sag ich mal. Gut, hat am Anfang ein bisschen wenig geblitzt, aber es hat wenigstens überhaupt geblitzt. Auf jeden Fall. Ja, ist egal. Auf jeden Fall richtig, richtig Hammer, ey. Hammer, hart, ey. Ohne Mist. Wir haben eine Silfe, ja. Wir haben eine Himmelszensorin Feuer, wir haben Himmelszensorin Wind, Kasun. Gut, wir haben eine Kitsune.
Und wir haben eine Assassine daraus gekriegt. Also wirklich, ich bin hellauf begeistert. Und wie findet ihr die Ausbeute so von der Quote her? Wer hat Wagerlei? Timmel und Wasser, welche Ruhen? Immer noch Fatal am besten. Und Energieruhen oder sowas. Mach Fatal Energieruhen oder sowas. Oder Klinge. Je nachdem, ob die lange überlebt oder nicht, was du für Sub hast. Kasun, Hammer. Hammer, sehr schön. Ey, ohne Mist, richtig cool. Echt, Leute, richtig cool. So, okay, gehen wir zum nächsten. Ich werde jetzt nur mal aber kurz in meinen Line rein schnuppern, ja, was die Leute denn so geschrieben haben. Am Ende ist hier was übelst hochwichtiges, ja, und ich verpasse es. Also, das wollen wir ja auch nicht. So, jetzt gehe ich mal kurz da rein. Nee, nicht WhatsApp. Line. Ja, okay. Okay. Ja, ne? Gut. Das war... Okay, was haben wir jetzt hier noch? Wie viel Geld hast du schon investiert? Wer jetzt ich? Ja klar, ist ja noch jemand da? Also, geschätzt würde ich jetzt so mal behaupten... schwer zu sagen, aber würde ich jetzt mal behaupten, so 250, 300. Darunter natürlich auch noch das, was ich sozusagen so durch Twitchen oder mal per PayPal überwiesen bekommen habe oder sowas. So, auch auf. Warte. Warte, klar. Oh Mann, ey, wir kommen gar nicht mehr raus aus den Openings. So. Okay. Brauche ich das? Kannst du mal ein Foto davon machen? Davon hier unten, wenn du das draufkriegst. Ich brauch. Ist es scharf? Nee, ist doch nicht scharf. Warte mal, spinnt gerade. Warte, muss man hier. Okay. So, okay, wir können jetzt weitermachen. Was? Kasun ist der Neue? Jetzt die ganze Zeit um die Aussprache. Um die Aussprache, oh. Es wird nicht Kasun ausgesprochen, sondern Kasun. Ja, egal. So. Danke fürs Following, danke. So. Kannst du es mir zeigen nochmal? Ich muss das jetzt eingeben, sozusagen. Ja, wenn du bei Backfisch öffnest, bitte auch noch Runden-Tipps geben, oder? Ja. Mach ich. New Follower. Danke fürs Following, danke. Immer dieses Eingelogge. Hoffentlich geht das jetzt auch. Du sollst nochmal Kasun sagen, Caro. Schasun. Scheißhuhn oder was? Scheißhuhn. Scheißhuhn. Warte. Streaming. Es liegt nicht an mir. Dann hängt auch gerade. Weiß ich nicht. Dann liegt es trotzdem nicht an mir. Es geht nicht. Nochmal. Ist doch Irrsinn.
Passwort ist das komplette. Ja, das gebe ich schon die ganze Zeit an. Ich weiß nicht wieso. Ja, hab ich alles. Nö. Keine Ahnung. So, gehen wir zum nächsten. Also, Tri, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie haut da was absolut null hin. Du könntest mir jetzt höchstens nochmal per Line einen Screenshot schicken, wie du das da eingibst. Weil bei mir kommt da nix. Da kommt einfach nur fehlgeschlagen und mehr nicht. Wird alle beide probiert und nein. So, also wir sind beim Backfisch. Backfisch. Wir müssen Arena machen, es bald ist Reset. Ja, auf jeden Fall macht Arena. Leute, macht Arena. So, genau. So. Wo ist denn Beschwören? Hier unten. Oh Gott, ey. Hier unten drunter gebaut. Hallo, ihr müsst eine Arena machen. Das ist mein Reset. Ja, hab ich schon gesagt. Also, 31 mystische Rollen haben wir hier und keine Sonderbeschwörung. Hier soll ich ja sagen, welches als nächstes auf 6 Sterne. Mir mal kurz die Monster angucken. Mache ich auch. Kampftänzer. Mumie. Was? Inugami? Inugami? Vor allem, das sieht übrigens cool aus, wenn das so da so oben drüber gebaut ist, oder? Leute? Oh, Pinguin-Ritter, schön. Inferno! Hey, komm, come on! Materia Cat! Kampftänzer. Wie viele Leute noch kommen? Ja, abgesehen, dass von Tri hoffentlich das heute noch irgendwann funktioniert, von Triaden das Ganze, sind es noch 1, 2. Alex, du setzt vor die Kamera. 2, warte mal. 1, 2, ich glaube 3 dann noch. Und mit Tri sind es 4. Elfenwächter. Golem. Sensenmann. Ey, wir brauchen Blitze. Was ist hier los? Blitze, come on. Jetzt irgendwas. Ein Vampir! Way! Sehr schön. Sehr schön für Speed-Teams auf jeden Fall. Sehr schön. Erst bei 500 Euro Donation. Nee, Alex kommt bei, wie viel hast du gesagt? 300. Bei 300 Euro Donation kommt Alex. Also bei 300 Euro kommt Alex definitiv. Ex-Mann. Sehr gut. Also werde Heale, da bin ich schon mal echt froh drum. Aber es könnte jetzt trotzdem mal noch irgendwas kommen hier, oder? Leute, sagt mal wieder Blitze. Hallo, Blitze. 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 Wie Penner. Dein vierter Werder, oh Mann. Oh, jetzt komm. Komm. Und noch ein Tyrant. Ich hoffe, hast du Tyrant? Ich will jetzt nicht gerade nicht gucken. Backfisch, hast du Tyrant? Komm, sag bitte, du hast Tyrant nicht. Komm, come on.
Come on! Ey, vor allem, das sieht richtig cool aus mit diesem Teil hier oben drüber gebaut. Also finde ich recht schick. Plitze. Plitze, genau. Sehr schön. Plitze geschrieben. Wow, Manometer, ey. Ja. 110. Was? Leute. Nein, 110 Euro haben noch, hat noch keiner weiter donated. Also wir sind jetzt übrigens bei 150 Euro, 30%. Also das heißt, der Gewinner bekommt schon mal 150 Euro. Beziehungsweise im Wert von 150 Euro was? Der um 21.10 Uhr, 21.15 Uhr gezogen wird. Also habt ihr Bock mitzumachen? Dann einfach donaten und 21.10 Uhr, 21.15 Uhr wird der Gewinner feststehen. Hey, hätte die nicht im Wasser sein können? Ey, komm, oh, die liebe Emma. Oh, aber auch nicht schlecht. Sehr schön. Hat Backfisch geschrieben? Blitzer. Außer Blitze. Erster hast du mir gezogen. Ah, sehr schön. Wenigstens was. Wenigstens was. Wenigstens was. Ey, Tyron. Hammergeiles Monster. Hammergeil. Oh, Kriegsmammut. Ja, Blitze. Ja, los. Blitze. Hallo? Die ganzen Leute sagen das. Also komm, jetzt mach hier Blitze. Ach, Kai. Jetzt, komm, 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 Leute. Blitze. Ich brauch Kaffee. Oder eher Tequila. Oh. Oh shit, ey, come on. Oh. Jetzt komm. Ey, ob wir heute noch eine Emma ziehen? Ich glaube nicht. Ey, aber wir haben einen Tyrant, immerhin. Und noch einen Neonstone Agent. Komm. Pässchenjäger, ey, komm, zwei Rollen. Mann. Achso, dann ist bestimmt gerade über. Pigma. Pigma. Oh Gott, wir haben keinen Platz mehr. Ey, wir haben noch eine Rolle. Wir haben noch eine gottverdammte Rolle. Hast du hier im Lager noch Platz? Ja, du hast noch im Lager Platz, Gott sei Dank. Hier, wir nehmen jetzt hier einfach ein Monster rüber. Switch, reloaded und wieder schnell zum Bund. Und. Blitze! Nee, warte. Blitze! Ja, ja, warte. Blitze! Ich. Donner, genau. Es kracht Bund. Nee, nicht upload. Ja, beschwören. Und Blitze! Ah, schade, 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 schade. Blutscher, Dönerwetter, ja. Trocken trinken. Hashtag trocken trinken. Trockensaufen. Oh nein. So, okay. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Monster an. Hier, was wir hier alles so haben. Wir haben eine Camilla. Du hast eine Camilla? What? Oh Mann, ey. Und ein Chivu. Ey, du hast doch schon zwei Natural 5 Sterne Monster. Oh mein Gott, Damage, ey. Shitty Kacke. Shitty Kacke. Okay, du hast 1, 2, 6 Sterne Monster. Eher noch nicht 6 Sterne. Okay, ist natürlich jetzt schwierig. Auch wenn das ein Natural 5 Sterne Monster ist, heißt es ja nicht, dass es immer am besten ist, den gleich auf 6 Sterne zu machen. Also nicht unbedingt, ne? Du hast jetzt hier einen sich, der macht an sich auch Damage und hält viel aus sozusagen. Macht schneller alles. Also Bella wäre eine gute Variante als nächstes 6 Sterne Monster. Tyron wäre ein cooles 6 Sterne Monster. Lucian. Lucian wäre auch eine coole Variante, auf jeden Fall für den Damage an sich. Hier, Bernhard musst du auf jeden Fall noch ein bisschen höher bringen. Hast du noch einen Lucian? Oh yes, noch ein Lucian, noch ein Lucian. Auf jeden Fall nicht verfüttern oder so, kann man auf jeden Fall noch gebrauchen. Gut, einen kannst du vielleicht verfüttern oder halt draufgehen. Ey, wie viele Monster hast du? Meine Fresse. Hier kann man auch, Koboldbomber kann man auch noch sehr gut gebrauchen. Ja, einen zweiten Tyron, ja. Oh, wir haben zweimal Time und du ziehst alles doppelt, aber du hast ja auch übelst viele Monster schon. Neostone Agent, Vampir, gut, im Vampir. Vampir bitte nicht aufskillen am besten. Nee. Zumindest wird das sogar mal gesagt. Also wer als nächstes auf 6 Sterne? Was sagt ihr? Wen? Nee, Lucian ist kein Food.
Wen als nächstes auf 6 Sterne? Hier hast du auch noch Licht-Zuckerbus. Ah. Ich glaube, den hatten wir das letzte Mal gezogen. Hatten wir letztes Mal Licht-Zuckerbus gezogen? War das nicht so? Luschen, oder? Also, ich bin definitiv entweder für Luschen oder für Bella. Luschen oder Bella, next Sixstar. Luschen, Bella? Was ist das hier für Runen? HP-Prozent, Def. Hier, definitiv hier, mach mal hier auf der Slot 2 eine Speed rein und auf 4 und 6 eine HP-Prozent und probieren den Sub auf jeden Fall ACC reinzubekommen. Auf Def bitte nicht, probier es auf HP-Prozent. Legst du auf 6, Bella ist viel sicher für Dungeons erstmal. Ja, deswegen sage ich ja, ist halt schwierig. Mit Bella kommst du definitiv, Bella kannst du überall einsetzen, ja. Bei Lucian ist es dann schon wieder so ein Attribut, ja, Wind, wo kommen wir da, vielleicht kommst du da weiter. Deswegen, ich denke auch, mit Bella würdest du mehr weiterkommen als mit Lucian. Vor allem arbeitet Bella, denke ich, auch ein bisschen besser noch mit dem Vampirfeuer hier zusammen. Deswegen, also ich wäre auch für Bella. Also, meine Meinung ist Bella. So, auf jeden Fall, wir müssen weitermachen, ja. Wir haben schon 17 Uhr, wie spät? 17:07 Uhr. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir müssen uns ranhalten. Wir müssen uns ranhalten, Leute. Oh mein Gott. So. Wer ist next? Da doch einer. Ja. Gut. Also, ich habe den next schon gefunden. Der hat mir nämlich spontan Bescheid gesagt, dass er hier beim Opening mitmachen möchte. Und dann macht er natürlich auch mit. B5. Oh Gott, ich bin gespannt. Ey, ich will hier Nat 5 haben und am besten noch eine Praha, oder? Leute? Ja, Alex öffnen wir heute übrigens auch noch. Den werden wir aber nicht beim Opening mitmachen. Sondern danach. Und bin gespannt, was da rauskommt. Also den werden wir sozusagen nicht hier jetzt diese Stunde hier machen, sondern erst danach.